Jetzt fahren wir zu einem Haus, wo eine Frau gestorben ist, die längere Zeit nicht gefunden wurde. Das bedeutet, dass es jemand war, der zurückgezogen gelebt hat. Und sie selber ist dem Haus gestorben. Und das gehen wir jetzt anschauen miteinander. Stefan Kiener wird jeweils gerufen, wenn jemand gestorben ist. Könitz im Kanton Bern ist Schauplatz dieses Filmes. Doch er könnte auch woanders spielen. Denn einsame Menschen trifft man hinter mancher Fassade. Stefan Kiener von der Gemeinde Könitz beginnt mit seiner Arbeit. Die Polizei war bereits hier und auch jemand vom Institut für Rechtsmedizin. Ein Verbrechen konnte ausgeschlossen werden. Die Leiche wurde abgeholt. Ansonsten ist noch alles unberührt. In der Küche selber sehe ich hier, dass es ein angebrochenes Päckchen ist mit dem Apfelschnitz. Und da kann man sehr drauf gehen, dass das das Letzte war, was die Verstorbene gegessen hat. Und weiter sehe ich, wenn ich da mal ein bisschen rübergehe und hier schaue, da sehe ich einen Ring, der in diesem Schälchen liegt. Der Ring, der gilt für mich als Wertgegenstand. Und als Wertgegenstand bedeutet das, dass ich den an mich nehmen und der kommt nachher in den Tresor bei uns vor der Gemeinde. Stefan Kiener ist sogenannter Siegelungsverantwortlicher. Das hier ist nachher ein Wertsachensäckchen. Zu seinen Aufgaben gehört es, den Nachlass von Verstorbenen sicherzustellen. Kiener protokolliert sämtliche Wertgegenstände, damit sie niemand an sich nimmt, der Zugang zur Wohnung haben könnte. Mit den Nachbarn und dem Arbeitgeber der Verstorbenen hat er bereits gesprochen. Sie war Mitte 50 und Architektin. Das, was ich bis jetzt weiss, und ich hoffe mir, mit dem Aufsuchen von diesem Haus, hier, dass ich noch mehr wichtige Sachen für mich finden werde. Was ich bis jetzt habe in Erfahrung bringen konnte, ist, dass die Frau sehr einsam war, dass sie hier auch mit den Nachbarn den Kontakt eigentlich verweigert hat. Und was ich hier sehe, auch was ich vorher in der Küche selber gesehen habe, ist, dass die Frau definitiv ein Alkoholproblem hatte und dass ich nachher auch davon ausgehe, dass das, was hier innen passiert ist, sicher in direktem Zusammenhang mit dem war. Konfrontiert mit solch traurigen Todesfällen macht sich Kiener unwillkürlich Gedanken darüber, was hier abgelaufen ist. Das hier ist der Todesort von dieser Frau. Genau hier ist sie auch gefunden worden. Das ist kein Blut, das ist Rotwein, das ist Alkohol, das sie hier erbrochen hat. Das bringt mich gar nicht aus der Fassung, weil das ist mein Beruf, ich bin mir solche Sachen gewöhnt. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, es tut einem weh, wenn man merkt, respektive wenn man eben selber weiss, dass jemand so tagelang einfach nicht vermisst wird. Und das ist das, was in mir hineingeht. Und das ist das, was in mir auch hängen bleibt. Genau. Auf Spurensuche geht Kiener auch aus persönlichem Interesse.
Er gewinne viel an Lebenserfahrung, wenn er in menschliche Abgründe blicke, sagt er. Das ist ihr Bett. Man sieht, dass hier das Ganze angefangen hat. Man sieht, dass sie da auch bereits erbrochen hat und hat nachher ihr Schlafzimmer nochmal verlassen. Für mich sind die Spuren, die zum Raum rausgehen, ganz klar ein Indiz dafür, dass sie hier noch einmal vorhin gekommen ist, hier vor der Stege gestanden ist und der Alkoholeinfluss selber nachher das Gleichgewicht verloren hat und runtergefallen ist. Nachdem die Architektin tagelang nicht zur Arbeit erschienen war, alarmierte ihr Vorgesetzter die Polizei. Angehörige hatte die Architektin keine. Die Wertgegenstände kommen einer Stiftung zugute. Das hat die Verstorbene in ihrem Testament angeordnet. Isoliert lebende Menschen würden oft auch Dinge horten, erzählt der Siegelungsverantwortliche. Er stehe immer wieder in Wohnungen, wo ein Mensch einsam gestorben ist. Ich erlebe das von den rund 400 Todesfällen, die wir haben in der Gemeinde Köniz, in etwa 10% der Fälle. Es ist mir präsent, das gibt es viel, aber es ist sicher nicht die Mehrheit. Jeder Vierte im Alter fühlt sich einsam. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundesamtes für Statistik. Ein Blick hinter die Fassade des Könitzer Alters- und Pflegeheims Stapfen. Helga Glauser verbringt ihre Tage zurückgezogen in ihrem Zimmer. Ihr Ehemann ist vor einigen Jahren gestorben. Die 84-Jährige leidet unter Vereinsamung, obwohl sie eine Tochter hat, die sie ab und zu besucht. Es ist vielleicht ein bisschen ungerecht, wenn man das Wort Einsamkeit braucht. Für die, die ja einfach auch telefonieren und vorbeikommen. Aber stell dir vor, du gehst einfach am Morgen aus dem Bett und dann gehst du einfach hier deine Sachen nachher gehen essen und dort umeinander laufen. Seid einfach vom Morgen bis am Abend in eurem Zimmer, oder? Und wenn ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu reden oder zusammen zu sein oder jemanden zu sehen, dann laufe ich im Gang einfach ein paar Mal hin und her. Oder der, wenn das Wetter schön ist, gehe ich natürlich auch raus, das ist wahr. Aber wenn ihr geht, spazieren geht, jetzt zum Beispiel auch in einem Alter, da fühlt man sich auch einsam, weil man kann nicht mit jemandem reden und sagen, schau mal das Blümchen oder schau mal das Kühlchen oder irgendetwas. Man ist allein, man redet mit sich selber. Und das verstehe ich unter Einsamkeit. Über 70 Betagte wohnen im Alters- und Pflegeheim Stapfen. Doch Helga Glauser fühlt sich trotzdem alleine. Ihr fehlt das Vertrauen in andere. Man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt. Und das wird, wenn man diskutiert miteinander, geht das meistens ein bisschen ins Negative raus. Und von dem würde ich mich fernhalten. Ich will hier, auch wenn mir der eine oder der andere nicht hundertprozentig sympathisch ist, ich will mit allen Frieden haben. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Reden. Auf eine Art möchte man sich beschäftigen, auf der anderen Art ist mir vom Alter her fast bequem. Ich kann ein Beispiel sagen, ich bin ganz, sehr gerne gelismet. Ich kann hier lismet, da.
wenn es mir langweilig ist. Aber immer einfach nicht mehr lesen. Es geht einfach nicht mehr. Im Alter kommt man in Situationen rein, die man sich, wenn man jünger ist, gar nicht vorstellen kann. In Könitz ist erneut ein Mensch gestorben, der vereinsamt war. Der Siegelungsverantwortliche Stefan Kiener sucht in der Wohnung des Verstorbenen nach Wertgegenständen. Das hier ist eine Wohnung von einem alleinstehenden Mann. Das Besondere hier dran ist, dass er und seine Frau auch sogenannt untertrennlich gehalten haben. Sie waren immer zusammen, haben auch keine Kinder. Und die Frau ist jetzt vor ca. 5 Jahren gestorben. Kiener erfuhr von den Nachbarn, dass sie den Mann kaum mehr gesehen hatten, nachdem seine Frau gestorben war. Vor 2 Wochen erlitt der Witwer einen Schwächeanfall. Wohl konnte er noch die Ambulanz alarmieren, doch im Spital kam für ihn jede Hilfe zu spät. Das sind alles Alben, Briefmarkenalben, so viel wie man sehen kann. Und durch den Tod von seiner Frau, durch die Einsamkeit, die er hat, hat er sich nur noch auf das Sammeln konzentriert. Er war also sehr ein einsamer Mensch. Die vielen Ordner müssen nach wertvollen Briefmarken durchsucht werden. Dazu wird der Siegelungsverantwortliche einen Experten hinzuziehen. In diesem Haus ist Einsamkeit Dauergast. Fertiggerichte. Tag ein, Tag aus. Peter Turci hat nie gelernt, den Haushalt selber zu führen. Selbst die Rechnungen zu bezahlen, überließ der 68-Jährige seiner Frau. Vor einem Jahr starb sie, unerwartet, an Herzversagen. Eben seit, dass meine Frau gestorben ist, und jetzt mir halt so sättige Menü, weil ich bin nicht der grosse Koch. Aber mit dem kann ich gut leben. Und da komme ich also zu schlagen. So. Und dann tue ich es halt einfach heute in die Mikrowelle und mache mir so die Menü. Und das, bis jetzt ist es gut gegangen. Und einen Kochkurs haben Sie nie belegen wollen? Das ist nicht mein, das ist einfach nicht mein Ding gewesen. Und die Frau hat halt, wenn sie etwas hat sie es gemacht. Und früher ist man halt, ja, man ist etwa noch fortgegessen. Vielleicht machen wir das auch so wieder, oder? Die Wohnung verlässt der Witwer nur noch selten. Seit dem Tod seiner Frau hat sich Peter Turci abgekapselt. Die Ehe blieb kinderlos. Fast alle Verwandten sind bereits gestorben. Seit vielen Jahren sammelt und baut der ehemalige Mechaniker Modelle aller Art. Peter Turci freute sich auf die Pensionierung. Er glaubte, mehr Zeit für das Hobby und seine Frau zu haben. Ja, es hat sich in dem Sinn verändert, dass man einfach... Wir waren zusammen, gewesen, es war immer jemand da. Gewesen, oder? Wir sind ja praktisch... Mal eine ist die Frau mal im Spital, gewesen, mal ein paar eine Woche. Und da hat man, aber sonst waren wir immer zusammen gewesen, oder? Wie gesagt, das ist jetzt einfach da. Ja, es ist jetzt halt einfach, jetzt ist man da und studiert manchmal schon. Ja, jetzt eben, vielleicht kommt jetzt gerade jemand rein oder so nicht. Und, aber eben, darum muss man sich irgendwie mit etwas beschäftigen. An dem habe ich Freude noch, aber eben. Es fehlt halt einfach jemand, oder? Das ist klar. Und wir waren immer zusammen. Und, ja, so 45 Jahre lang, das ist schon eine lange Zeit, oder? Eine seiner 2 Katzen ist kürzlich gestorben. Geblieben ist ihm Sheila. Es ist immer noch jemand da, gleich noch. Und dann redet man ein bisschen zusammen da zwischen ihnen. Gell, Sheila?
Hä? Ja. Komm, oder? Komm. Könitz erhielt vor 2 Jahren vom Schweizer Heimatschutz den Wacker-Preis. Gelobt wurde die hervorragende Siedlungspolitik. Aus der Ortschaft bei Bern gibt es aber auch Bilder, die weniger Schlagzeilen machen. Bilder, die Stefan Kiener archiviert. Was wir hier sehen, ist eine Wohnung oder vielleicht auch eine ehemalige, eine verwüstete Wohnung von einer Frau, die sich mit 4 Propangas-Kübeln in die Luft gejagt hat. Das hat sie gemacht. Ihre Einsamkeit hat sie nicht mit sich selber verschaffen. Ihre Einsamkeit, für das hat sie die anderen Schuld gegeben. Und man kann wirklich einfach von Glück reden, dass nicht mehr Leute sie ums Leben kommen. Was wir hier sehen, ist das Ende des Todeskampfes von einer ebenfalls sehr einsamen Frau, von einer sehr intelligenten Frau, die ein Hochschulstudium hat und dann mit 46 Jahren in die harten Drogen kam. Sie hat versucht, dort via Methadon wieder rauszukommen, hat es aber nicht mehr geschafft. Was wir hier sehen, ist ein Bild von einer verstorbenen, jüngeren Person mit dem psychischen Problem. Und sie hat einfach mehrere von diesen Wirkstoffen miteinander kombiniert über Jahre. Und das hat der Körper einfach mit der Zeit nicht mehr vermögen verleiden. Und jetzt einfach ein multiples Organversagen gegeben. Und man hat sie dort nachher in einer Ecke gefunden. Das ist ihr Salontisch. Wenn man schaut, wer eben nicht einsam ist, wer beispielsweise mit jemandem zusammen wohnt, irgendwie Familie hat, ist es schon nur der eigene Stolz, dass man es nie so weit lassen kann. Jeder Schritt ist für Heidi Schürch mit Schmerzen verbunden. Die 83-Jährige leidet an Knochenschwund. Zur Außenwelt hat sie nur noch wenig Kontakt. Deshalb holt sie sich die Welt ins Haus. Zwei fangen meine Serie an. Und nachher am Abend kann ich wieder drehen, wenn ich schaue. Gell? Dann ist es nicht so langweilig. Gell? In einer Gesellschaft, in der Erfolg und Leistung hoch im Kurs stehen, ist Einsamkeit oft mit Scham besetzt. Selina Heiniger engagiert sich mit Herzblut für jene, die alleine sind und Hilfe benötigen. Die Pflegefachfrau der Spitex Region Könitz sagt, dass jede zweite Person, die sie besucht, einsam sei. Täglich besucht Selina Heiniger Betagte. Dabei geht es stets um weit mehr als um medizinische Versorgung. Also, Stech kommt, wie geht's? Ja. Für Heidi Schürch ist es eine der wenigen Gelegenheiten, ihr Herz auszuschütten. Ihr zweiter Mann starb vor einigen Jahren. Die 83-Jährige hat 4 Kinder aus erster Ehe. Im August. Mit dem Kind? Mit euren Kindern habt ihr keinen Kontakt? Nicht. Also, der erste ist mir gestorben an Heroin. Mit 32. Das war ein Lieber, ein paar Lieben. Und mit den anderen hatte ich Differenzen. Ja. Und eben bis jetzt nicht mehr Kontakt. Nicht mehr. Und schon mehrere Jahre so. Jesus Gott. Ich habe bald nicht mehr Warte. Die wissen nicht mal, dass mein Mann gestorben ist. Ich bin kein Härtekeim. Aber dort bin ich also stur. Die haben es dreckig gemacht, dort bin ich stur. Nein. Die wissen nicht, dass der Mann gestorben ist. Ja. Ich habe es nicht in die Zeitung getan. Das war mal sein Wunsch. Gell? Und wenn sie dann einmal hier ein Telefon machen würden oder Leute, wie wäre das denn für euch? Die kommen nicht 100% sicher. Aber falls, wie würdet ihr reagieren? Sie reinlassen oder das Gespräch? Wohl, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber die kommen nicht 100% sicher, gell? Das weiß ich.
Sonst wäre es schon lange gekommen. Du seid der Starke. Ja, aber da hinten sieht man es. Aber man spürt es raus. Ist wahr? Ja, sehr. Wow. Für Einsamkeit gibt es viele Gründe. Es gibt solche, die ihren Lebenspartner verloren haben. Manche fühlen sich mitten in Gesellschaft alleine, weil sie kein Vertrauen in andere haben. Und dann gibt es jene, die abgekapselt leben, weil sie mit ihrer Familie gebrochen haben. Menschen wie Stefan Kiener lernen viele Gesichter der Einsamkeit kennen. Aber immer erst dann, wenn jemand gestorben ist.